Hey, hallo, willkommen zurück. So, ich will schnell die Baufolgen und mir kopiert auf die andere Festplatte. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Dann geht's noch mehr nach mir raus. Gut, dass ihr endlich kommt. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Kalia noch da drinnen ist. Nein, ich. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt. Bleibt konzentriert und wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Dann mal los. Ich will ihren Kopf auf meinen Kaminsims. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie jemanden umbringen, aber. Nee. Im ersten Kopf auf meinen Kaminspieß zu spießen, das nicht. Bei ihm wo oft zu spießen, stinkt doch sicher ohne. Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Das sollte reichen. Nach euch. Ah ja. Mein Bogen. Ach, der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Also. Das war eklig. Zieht an der Kette dort drüben und passt auf die Häng auf. Sieht aus, als hätte Kali alle Fallen scharf gemacht. Und dann löscht Eddie. Wo zockt ihr mir jetzt? Ist ein bisschen orange. Jetzt mit meinem Uhr. Ich bin ja dein Schampen. Das war so offensichtlich. Woher seid ihr gekommen? Zeitverschwendung. Ihr seid keine Gefahr, nur eine Nervensäge. Hallo. Was war das? Euer Arm
armseliger Versuch, euch zu verstecken, ist eine Beleidigung. Euer armseliger Versuch, euch zu verstecken, ist eine Beleidigung. Tja. Irgendwie gibt man die Stimme für die Wohnung nicht im Gast. Da ist doch was. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, wer das sich wieder einkramt, wer das um ein NPC ist. So, wo geht's weiter? Was ist meine Knolle? Oder ich mit? Wird meine Klinge zieren. Wer redet? Ich rede, finde ich mir besser. Ja, war schon immer ein geschicktes kleines Leben. Wenn man der Brinus, der klingt der müsst ihr ständig stehen bleiben. Okay. Wer ist da? Das war kein Kampf, das war eine Hinrichtung. Da ist doch was in der Nähe. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist sie auch vorbeigekommen. Meine Klinge zieren. Die Tür davor. Perfekt für einen Hinterhalt geeignet. Seid bereit. Best.
warte mal, ich nehme. Ach, das war schon nicht gut. Schon gemacht. Jetzt noch irgendwas. Jetzt habe ich erst noch gemacht, genau. Aber du musst reichen. Da haben wir was, jawohl. Ah, eine der berüchtigten Rätseltüren der Nord. Nett. Ohne die passende goldene Klaue sind sie normalerweise unmöglich zu öffnen. Und da ich mir sicher bin, dass Kalia die schon beseitigt hat, sind wir auf uns allein gestellt. Zum Glück haben diese Türen eine Schwäche, die man nur kennen muss. Eigentlich ganz einfach. Kalia ist ganz in der Nähe, da bin ich mir sicher. Wir sollten weitergehen. Ja, ja, was ist denn jetzt wieder? Glaubt ihr allen Ernstes, dass euer Pfeil mich erreicht, bevor meine Klinge euer Herz durchbohrt? Gebt mir einen Grund, es zu versuchen. Ihr seid ein schlaues Mädchen, Kalia. Ein genialer Plan, gut Goldenglanz zu kaufen und die Honigbräu-Brauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Nicht schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte sein Reichtum und er hatte euch. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Habt ihr den Eid vergessen, den wir als Nachtigallen abgelegt haben? Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia. Es ist Zeit, dass ihr und Gallus euch wiederseht. Ich bin nicht dumm, Mercer. Mit euch die Klingen zu kreuzen, wäre mein Todesurteil. Aber ich verspreche euch, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Wer Gift hat wahrscheinlich, oder irgendwie was. Wie interessant. Es scheint, dass Gallus' Geschichte sich wiederholt hat. Dank Kalia habe ich die Mittel dazu, euch loszuwerden. So wird dieses uralte Grab eure letzte Ruhestätte. Aber wisst ihr, was ich am faszinierendsten finde? Dass all das erst durch euch möglich wurde. Lebt wohl! Ich werde Brynjolf eure Grüße ausrichten. Als Gift wird mich wahrscheinlich retten, ne? Wenn man ist ja dann logisch, ne, wenn ich schon bewusstlos bin oder die mir anschlagen, dann ist ja mein Blutding langsamer. Sachte, sachte, steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch?
Sachte, sachte. Steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Mercer verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde dafür entschieden, euch aus dem Weg zu räumen und damit euren Tod verhindert. Mehr als ihr euch jemals vorstellt. Ich hatte nur gehofft, Mercer lebend gefangen zu nehmen. Mercer muss der Gilde vorgeführt werden, um sich für seine Taten zu... Mein Plan, Mercer ausgerechnet in der Schneeschleierzuflucht einen Hinterhalt zu legen, war... Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher... Ich wünschte, ich wüsste es. Das Tagebuch ist in einer Schrift geschrieben, die ich noch nie gesehen... Entier, Gallus Freund an der Akademie von Winter... Er ist der einzige Außen... Es gab drei... Vielleicht erzählt... Hier, nehmt auch diese. Die könnten sich auf eurer Reise als nützlich erweisen. Denkt dran, sprecht nur mit Entier. Vertraut niemand anderem. Wehe, ich glaube, das ist besser. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit... Es tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster... Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Was habt ihr getan? Vergesst das nicht, ja? Ja, Kalia. Dann hat sie es endlich gefunden. Habt ihr Gallus Tagebuch? Ein Problem? Ah, das sieht Gallus ähnlich. Ein guter... Er hat den ganzen Text in der Fallmeersprache geschrieben. Nein, aber ich kenne jemanden. Der Hofzauberer von Markarth, Kalzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das... Eine kleine Warnung. Kalzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel. Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Kalzelmo ist so dickköpfig wie ein Maultier. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm... Was war das? So, warte mal, wir müssen erst mal in die Stadt. Wir dann Stall, ne? Winterfest hätte kann Stall, Moni. Ne? Wir demonstrieren und... Mortal hat erkannt. Und, genau, Falkendorf, Falkental, oder wie es heißt. Ah ja. Hilfe! Hilfe! Ach, cool. Okay. Ja? Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Schon mal in Markarth? Manche sagen, die Zwerge hätten die Stadt erbaut. Ich glaube davon aber kein Wort.
Schmuck für eure Reise nach Hause? Lass das sein! Sterbe! Ein Anhänger würde meiner Schwester sicher wunderbar stehen. Heiligen Göttern! Die Abgeschworenen sind hier in der Stadt! Feuer! Alle zurückbleiben! Die Stadtwache von Markarth hat alles unter Kontrolle. Wir sind keine Abgeschworenen. Ja. Ich bin mir nicht so sicher. Klingt einfach ein bisschen wie er sei. Jetzt so. Wollen wir uns aufhalten? Was habt ihr zu verwerfen, Priester? Ich verberge gar nichts. Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Ich habe euch bereits... Idiot! Es tut mir leid. Ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Versucht mich nicht mehr zu stören. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Dann seid ihr gut informiert. Ich stehe gerade tatsächlich unmittelbar davor, mein Hauptwerk zu diesem Thema abzuschließen. Ich nenne es Kalzelmos Handbuch zur Falmer-Sprache. Es wird uns... Absurd. Für diese... Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, ich würde sie jemandem zeigen. Ich weiß eure Gefühle. Da ihr meine Arbeit bewundert, werdet ihr sicher einsehen, dass meine Ist euch klar? Diese Vorgehensweise solltet ihr besser noch einmal überdenken. Ich weiß ja nicht, mit wie vielen Gelehrten ihr Umgang pflegt, aber ich kann euch versichern, dass persönlicher Wohlstand nicht zu unseren Prioritäten zählt. Ja, wenn meine Forschungsarbeiten abgeschlossen sind, fällt es... Mein Probizimmer muss. Wie wär's mit meinem Bier verführen? Vielleicht sicher lang. Ding. Da hätte jemand im US. Illusion. Ja, gut, das. Da über meine Ergebnisse mit euch zu diskutieren. Ich bin dem los. Ich komme nicht ins Menü, oder sonst was. Das ist jetzt ganz super blöd, komm schon. Ach, irgendwie was.
Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.